Hallöchen, liebe Zuschauer, zur 19. Episode, heute mit dem Heimspiel gegen HSV. Mir ist gegen Ananas und Kiwi allergisch. Ja, naja, Ananas ist nicht ganz so schlimm, ne? Kiwi, gut, esse ich jetzt auch nicht häufig, aber da gibt es wirklich Schlimmeres. Lass mir mal Marco Reus im Sturm spielen. Dann Akanji für Zagadou. Der HSV hat nur 96, ist auch nicht viel, ne? Balerdi für den guten Mats. Und Brand für Torgen. Schön durchrotiert, ne? So, jetzt auf geht's und ein bisschen besser spielen von Anfang an, vor allen Dingen. Lupfer für Mukiele und Zentner hat ihn. Lupfer aus 25 Metern, da hätte ich gern das Tor gesehen. Ja, man, 1-0. Ja, Mika, Wasser ist gesund, absolut, ne? 1000 Kanalpunkte. Und praktisch zu den 1000 Kanalpunkten gab es jetzt zwei Tore. Also, okay, heute habe ich es auch, sogar wirklich Wasser drin. 2-1. Rick van Drongelen. Komm, VR, hier darfst du mal gegen ein Tor entscheiden. Halt nicht. Dann halt nicht. Ich darf nicht wechseln, okay. Also für alle YouTube-Zuschauer, die das nicht sehen, der gute Mika hat gerade 5000 Kanalpunkte eingewechselt. Für die Aktion verbiete eine Aktion im Spiel. Und er hat die Wechsel gewählt. Also ich darf in dieser Partie nicht wechseln. Werde ich also nicht tun. Das ist ja nicht nett, Mika. Wie viele Kanalpunkte hast du denn noch? Verballerst ja schon viel hier. Also, sorry Guerrero, sorry Sancho, sorry Reus. Beschwert euch bei Mika. Dann vielleicht nicht ganz so hohen Einsatz. 3-1. Ah, solange wir trotzdem gewinnen, ist doch alles gut. Bitte, was? Wie viele gelbe? 8 gelbe Karten für Hamburg. Okay. Man könnte meinen, ich spiele ein bisschen aggressiv. Ein bisschen. Du hast noch 22.000 Kanalpunkte. Ja gut, du hattest ja auch schon viele, ne? Erst seit kurzem löst du die Bob ein. Und so häufig wie du da bist, kriegst du eh wieder neue mit Subs und so weiter. Die du mir ja immer gibst. Sonny Kittel, Simon Terodde und Lukas Hinterseer mit den 3-2. Ja, jetzt wird's noch spannend für 23 Minuten. Und wieder der HSV. Bisschen mehr Einsatz. 3-3. Er ist nicht zu fassen. Endlich mal eine gelb-rote Karte für den HSV. Das wäre auch ein bisschen komisch. Komm, jetzt noch ein Pass in die Mitte und jetzt mach ihn rein, Emre. Oh Mann, die sind fitter, die Hamburger. Es darf nicht wechseln. Marco. 81. Super. Und noch eine gelbe Karte für den HSV. Warum auch nicht? Aber wieder nur 45.000 Zuschauer, ein bisschen enttäuschend. Valerdi. Akanji, 21 Fitness. Sehr gut. Gut, also wir standen defensiv ganz gut, aber in den letzten Partien sah es nicht ganz so ordentlich aus. Ich werde vielleicht die Taktik wieder ein bisschen umstellen. Also etwas defensiver. Das sind mir etwas zu viele Gegentore. Was wollte ich machen? Genau hier.
Ich würde halten gern. Nee, so nicht. Vollattacke, nein. Angriffsfußball mit kurzen Pässen. Aber das Offensive. Weil hier kann man es ein bisschen einstellen. So. Ja. Prognose Saisonende minus 18 Millionen. Warum das denn? Kriegen doch noch genug Geld wieder. Ah, sehr gut. Jetzt haben wir mal ein Testspiel. Gegen Kirchheim bei München gibt es die Partie. Gibt es eine Partie. Sehr gut, die beiden Jungs machen einen Riesenschritt. Auf ihn bin ich sehr gespannt, Jonathan Rabe, was der so machen wird in Zukunft, von seinen Stärken her. So, du bist kein Stammspieler, da kannst du rein, die beiden auch. Morey, Sagadu. Ja. Unbehauen würde ich auch gerne spielen lassen, aber du musst ja verletzt sein. Er musste sich ja verletzen, ne? Ist ja halt selbst schuld. Keine Szene. Sehr gut. Ich tue mal Emre Can rein für Guerrero. Alle anderen können durchspielen, auch Sagadu, wenn er ein bisschen platt ist, aber Akanji und Hummels werden ja wieder fit genug sein, dass sie wieder von Anfang an spielen können. Der FC Augsburg. 5 Tage. Ich hoffe, dass Rafa bis dahin wieder Kräfte sammeln kann. So, Rafa hat 90. Perfekt. So, ich denke, ich habe alles, ne? So können wir in den nächsten englischen Wochen einfach gut starten. Natürlich muss sich Akanji verletzen, ne? Ich sage erstmal noch hier, Sagadu wird eh nicht spielen müssen. Doch. Muss er. Und sagt das Spiel. Und danke übrigens an die 12 Zuschauer, die gerade live dabei sind. Oh, ich vergesse das mal mit den Szenen nach dem Testspiel. Einfach mal 3 Tore verpasst. 4-0. Weil wir spielen sie jetzt immer noch offensiv, aber halt mit einer besseren defensiveren Absicherung. Und das ist halt das, was es jetzt eher wollte. Justofa und links Morey. Moment. Boah, kann so bleiben. Noch Dahoud, ne, Morena und Bellingham für Hummels. Gelbrot, Jago, zum Glück nicht für uns. Boah, zum Glück nicht schon wieder für uns. Hätte mich schon ein bisschen aufgeregt.
aufgeregt haben sein Tun. Und höchstwahrscheinlich endlich mal wieder ein Zoll. Sehr gut. So ist es auch. Sieht gut aus. Gegen West Ham United. Gut, wer mit West Ham gemeint ist, ist ja, glaube ich, klar. West Ham United. Irgendwie der einzige Verein, der einen echten Namen hat außerhalb Deutschlands. Warum auch immer. So. Der Arm gut rotiert. Mukiele verletzt. Und er hat rot gesperrt, stimmt. Dann wollen wir mal West Ham besiegen. Haben eine ordentliche Mannschaft, aber wir sind auf jeden Fall auch hier der Favorit. Haben sogar fünf Spieler aufgestellt, die nicht mal eine 10 haben. Ich finde es mal so ein Indikator auf dem Niveau. West Ham auch schon mit 3 gelben Karten. Hat was vom HSV. Sehr gut von Guerrero aufgepasst. Und ein Konter. Matteo Morey. Dan Axel. Thorgan Hazard. Erling Haaland. Schön und vor allen Dingen sehr schnell nach vorne gespielt. Gut, Halbzeitpause. Ich würde erstmal nichts ändern. Way. Erling Haaland 1-0. Mann. Ja, natürlich schon. Ey, es ist gerade ein bisschen blöd, wie viele gelbe Karten, gelb-rote Karten gerade sind, ne? Oh, was soll man dazu sagen, ne? Außer, dass das manchmal ein bisschen unrealistisch ist, ne? Naja, am Ende bleibt es unentschieden. 7 Punkte nach 3 Partien. Also wir sind auf jeden Fall einen guten Weg. Warum ist die Beliebtheit bei den Fans gering, wenn ich sage, dass er einen guten Charakter hat? Komisch. Ja, kann sie noch nicht ganz so fit. Wisst ihr was? Ich spiele jetzt mal so 132 direkt, also das ist schon mal ein Vorteil, wenn man so spielt. Ja? Jadon Sancho nach 7 Minuten. Wolfsburg schon auf Platz 7, die waren doch kurzzeitig Erster. Haben danach also alle Spiele verloren anscheinend. So schnell kann es gehen, ne? Von ganz oben nach ganz unten. Also so gut wie ganz unten. 2-0 Emre. Schön. Schön. Der Maxi Arnold. Ein Spieler, den ich sehr mag.
Sehr gut, Erling. 8 Tore. Und Nummer 4 in Pfosten. Und jetzt noch das vierte hier reinballern. Ich wollte gerade sagen, hä, wo ist unser Linksverteidiger? Der ist halt weiter vorne. Hummels. Hummels Senior. Dann Jost Zuffa natürlich. Und ein Wechsel sparen wir uns auf, falls es mir einen Platz weiß, gibt es eine Verletzung. Was hier leider häufig der Fall ist. Dankeschön für dein Follow, Mitchell. Ein wunderschön. Ich ziehe den Hut vor dir und sage vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Marco Reus mit dem 4-1 als kleines Geschenk für dich. Du bist unser Follower Nummer 625. 25. Moin, moin. Direkt mal die Frage: Von wessen Fußballverein bist du denn Fan? Die älteren Zuschauer wissen ja, hier gibt es keine falschen Antworten. Jeder darf Fan sein, von wem er auch immer will. Aus der Position? Ja, gut. Jetzt war 5-1. 666, genau. Hertha BSC. Cooler Verein. Also ein Verein, der zu wenig aus seinen Möglichkeiten macht. Aber ich glaube, als Berliner kannst du davon eher ein Lied singen, ne? Boah, und nochmal ein Torgen Hazard. Konter für die Wölfe. Konter Dortmund. Hier wird ja nur hin und her gekontert. Dann Axel zu Yusufa. Das zweite Mal steht er praktisch im Nasenloch vom Castells und macht ihn nicht rein. Aber den machst du rein, na geht doch. Der dritten Saisonmeister? Ja, Jadon Sancho, klar, von der Stärke her absolut empfehlenswert. Oh, 6:2, wirklich. Was für Ergebnisse in der zweiten Saison? Es sind schon eine Menge Tore hier. Ja gut, 13 Gegentore nach 10 Spielen ist ja ganz in Ordnung. Die 33 Tore schon ein bisschen viel. Ja, kann ich mir gut vorstellen, Mitchell, ne? Dann auch noch die Quarantäne und alles drum und dran. Oh, apropos Berlin, gegen die spielen wir jetzt im Pokal in der zweiten Runde. Aber das, meine lieben YouTube-Zuschauer, gibt es dann morgen um 12 Uhr. Bis dahin.